Läuft weiter. Ich hatte zwar ein paar Unterlagen zugeschickt gekriegt, aber eben dieser Fahrplan, der war nicht dabei. Nein, das, hier war nicht dabei, nur im Internet. Hm? Nur im Internet oder Fahrplan. Das war, naja, mit Ankunft nach Bottbus oder und Blinz, aber nicht in den anderen Bahnhöfen, welchen wir auf unseren Weg haben werden. Also weil im Internet war nur dieser Fahrplan, also mit den Uhrzeiten in Cottbus, Berlin, Stralsund, Cottbus und Wins, aber nichts anderes. Der Veränderungsplan, der hier drin ist, der war nicht drin. Ja, genau. Ich habe ja selber geguckt. Sagt denn das von der Zeit, wenn er die ganze Zeit offen ist? Nein, ich habe nie Zeit, um das zu sehen. Ich mache nur solche Filme, aber dann kann ich keine Zeit sehen. Naja, ich sehe jetzt auch auf falschen Platz, weil ich hier sitzen soll. Ja, aber ich glaube, das Frage wird alles weg. Gucken wir dann mal. Ja. Mal sehen, was noch kommt. Bitte? Mal sehen, was noch alles kommt. Ja. Soll ja bis Berlin noch einiges Zug sein. Wie bitte? Soll ja noch einiges Zug sein bis Berlin. Ja. Und das haben wir gesagt, schön. Wir haben noch Frankfurt oder? Und noch eine oder zwei Zusteigermöglichkeiten auf den Weg nach Berlin. Und dann Berlin-Lichtenberg. Wann sollen wir also? Nur noch eine Stunde. Ja, so nicht wirklich. Ich hab keine Sonne. Ja, das ist ja. Ah ja, hier ist der ganze Plan. Wo sind wir jetzt gewesen? Jetzt müssten wir theoretisch als Mittenquartier sein. Wie ist es um 7 Frankfurt? Kurzen Wahlen bei den Mittenquartier. 8 Uhr sind wir dann im Mittenquartier. Darf ich diese Plane? Das ist das große, was wir drücken. Ja. Ah ja, 18. 20 Uhr Klasse. Dann bekommt er keine Frage. Naja. Okay, vielen Dank. Ich noch in der nächsten Seite stehen noch auf die ganzen Abfahrtszeiten, weil man wieder losfahren muss, damit man den Zug wieder kriegt. Oh ja. Aber das habe ich nicht gesehen, weil im Internet war nicht so. Das ist diese große Abfahrtszeit, was ich mir gerade gemacht habe. Das ist diese. Das ist das, was ich mir gerade gemacht habe. Ah, ja, genau. Das habe deswegen habe ich gesagt, das brauche ich. Da ist nämlich auch der Plan drin, ja, wo man ungefähr ist. Das braucht man. Vor allem, wenn man das ist, die Fahrt, wie ich das erste Mal mache, braucht man schon ein bisschen Orientierung, sonst ist man verloren.